Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 1. Und wir suchen immer das neue Lager. Folgenbeginn, ich muss husten. Es ist. Man kennt's, ne? Richtig. War jetzt letztens Gamescom. Da. Nee. Da hoffte man solche Bugs nicht zu finden. Müsste man eigentlich sagen. So. So, Pudding. Pudding mache ich fast so gerne wie Pudding. Alter, das ist so eine eklige Kacke mit dem, dass die sich nicht schaden können. Dass ich die nicht. Das war eher vielleicht korrekter. Manchmal. Das ist auch so irgendwie, ich muss die einmal komplett draußen haben. Damit ich die wieder ja, triggern kann. Es ist so eine Scheiße. Ja, es war jetzt Gamescom, was bedeutet das? Ne? Man ist ja dann immer Pause und längerer Urlaub und alles dazu. Ach ja, mein Urlaub war ja auch noch dazwischen. Ich war jetzt so 3 Wochen im Urlaub während der Olympischen Sommerspiele in Rio. Das ist natürlich auch nochmal extra. Wer ist das? Ach ja, Freund. Nett, diese Leute. Was ist das? Eine Blutfliegenstachel? Hä? Ha. Es wurde mir irgendwie so Sonder angezeigt, deswegen war ich gerade verwundert. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ich werde ihn gleich töten. Keine Sorge. Hey! Ach, das ist mir zu weit weg. Das ist mir tatsächlich zu weit weg. Dann will ich mal lieber weiter in Richtung dieses Berges hier laufen. Da ist ein Lager. Ich glaube, dieses Lager ist mir nicht freundlich gesinnt. So ganz intuitiv glaube ich das. Es ist ein ganz provisorisches Vorsicht speichern, würde ich mal behaupten. Hallo, Freunde. Ja, schieß. Ich habe keine Pfeilgeräusche gerade gehabt. Alles klar. Versuchen wir. Aua. Das ist mir zu brutal. Ich glaube, das ist auch noch zu viel für mich. Außerdem habe ich sowieso das Gefühl, dass da hinten war, dann ist, wie auch immer, ist eine Sackgasse.
Weswegen ich denke, es ist irrelevant, dahin zu gehen. Der könnte mich perfekt töten. Das ist jetzt nervig. Das mache ich nicht. Nee, ich will sprinten, aber alt geht ja nicht. Okay. Wenn man da nicht weiterkommt, anscheinend so absolut gar nicht. Da muss ich halt den linken Weg vom V nehmen. Es herrscht Krieg im Königreich der Menschen. Vom Norden her fallen Scharen von Orks in das Land ein. Um die Kampfkraft der königlichen Armee zu erhalten, sind die Schmiede des Reiches entwegt damit beschäftigt, neue Waffen für die Armee anzufertigen. Diejenigen, die in dieser Zeit das Gesetz brechen, trifft ein hartes Los. Sie werden zur Zwangsarbeit in der Strafkolonie verurteilt, wo sie tief aus der Erde das Erz fördern, was für die Herstellung der Waffen benötigt wird. Ja, kommet! Ihr Goblinlein, kommet und stürmet den Wald. Was ist denn mit euch? Aua! Wie gesagt, wenn die Bugs ausnutzen dürfen, darf ich das auch. Na. Wie, der hat nix. Da ohne Probleme durch. Das ist mir gleich auch wieder zu viel, glaube ich. Oh. So, genau. Ich habe meine Regelblutung schon wieder. Wo geht's hier denn zum neuen Lager? Ich hoffe, ich denke auch nicht. Es sieht aus, als wäre irgendwas von blank. Alles klar. Alles klar. Warten wir ab. Wir teilen uns erstmal. So. Und nochmal. Ja, komm. Ja, komm. Jakobi. Jakobi klingt mir immer wie Kaffee, finde ich. Dabei ist das, glaube ich, nur die norwegische Version von Jakob. Kannst du mich aber bitte noch töten? Could you please kill me? Now in this place. Oh Mann, ey.
kann man sich so sein eigenes Grab schaufeln? So. Ich glaube, den da hinten kann ich nicht töten. Nur so. Ganz intuitiv gesagt. Beziehungsweise, ne, kann ich nicht Schaden zufügen. Ich denke mal, ne. Auch das ist der falsche Weg zum neuen Lager. Jetzt hatte ich irgendwo hier eine... Nee. Schriften-Tagebuchseite. 969. Tag. Heute werde ich es schaffen, ich weiß es. Die Götter stehen bei mir bei. Ich habe alles versucht, einen Troll zu töten. Härtester Stahl zeigte keine Wirkung. Pfeile palten von ihm ab, als wäre seine Haut aus Stein. Nun werde ich mich dieser magischen Spruchrolle bedienen, die mir der Händler in Korinnes verkauft hat. Sie hat 50 Goldstücke gekostet, aber der Gewinn, den ich durch die Trophäen bekomme, wird mich reich machen. Heute werde ich einen Troll töten. Lichtteleport zum Sumpflager. Monster schrumpfen. Aha. Gut, dass ich den nicht triggern kann. Das ist auch so eine Kacke, ne? Wenn du erst auf 5 mm ran musst. Weißt du? Um den Zauber nutzen zu können. Es ist doch schon viel zu nah. Und dann dauert das auch so 10 Jahre, ne? Ja, komm. Komm, so ist es unnötig. Wie ging das denn nochmal? Nee. So. Weil ganz ehrlich, so ist mir das halt auch zu dumm. Sonst. Jetzt bleibt das Spiel noch stecken, das ist super. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.